Morgen oder was auch immer gerade ist. Heute gibt es wieder einen Wettkampf-Vlog. Ich glaube, nach diesem Video wird wieder ein normales Video kommen. Ich habe einfach gerade irgendwie die letzte Zeit relativ viele Wettkämpfe gehabt. Und irgendwie bietet es sich immer an, dann zu filmen, weil das ist irgendwie entspannt. Ist einfach entspannt, Freunde, ist so. Ich bin wieder 1,5 Stunden später aufgestanden, als ich es eigentlich vorhatte, weil ich mir einfach dachte, ey, Anna, schlaf noch ein bisschen. Du schaffst das schon irgendwie. Ich werde es nicht schaffen. Ich werde absolut gleich gestresst sein, aber scheiß drauf. Das Solo fährt hoch. Ja. Boah, ich sehe wunderschön aus. Da mache ich mich fertig und dann packe ich meine Sachen, glaube ich. Ja. Mir ist eingefallen, ich muss noch meine Eisentablette nehmen, weil ich wieder extrem trockene Lippen habe und ich mache mir jeden Tag so viel Pflege da drauf und das bringt absolut gar nichts. Von daher, ich bin immer zu faul, die zu nehmen, weil ich immer vergesse, dass ich die nehmen muss, aber ich ziehe es jetzt gerade durch, aber noch hat es keinen Unterschied gezeigt. Also ich mache mir jetzt meine Haare und mein Gesicht. Ich glaube, ich filme das nicht, weil das dauert immer so lange. Und dann muss ich noch packen. Ich habe ein Problem. Ich finde meine Bürste nicht, die ich brauche. Und die ist verdammt wichtig, aber ich finde sie nicht. Ich habe sie nicht gefunden und das triggert mich so hart gerade, weil das heißt, dass ich mir die Haare nicht richtig machen kann, weil ich keine richtige Bürste dafür habe. Fuck. Ich bin soweit fertig. Ich habe immer noch nicht gepackt. Wisst ihr, was ich mir manchmal denke, wenn ich mich so für einen Wettkampf fertig mache? Denke ich mir so, boah, eigentlich sieht das voll geil aus. Eigentlich müsstest du es so auch mal tragen. Aber ich würde es niemals so tragen. Aber eigentlich... Irgendwie ist es cool, aber irgendwie auch nicht. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe jetzt hier noch ein paar Schminksachen eingepackt, für den Fall der Fälle, dass ich spoile oder so. Die Haarsachen packe ich noch ein. Ich habe eine Bürste. Ich habe eigentlich meine ganzen Sachen. Ich habe meine Sachen an, die ich anziehe. Ich brauche einen Unteranzug. Ich habe keine Ahnung, ob ich einen Unteranzug habe oder ob der in der Wäsche ist. Scheiße, das hätte ich mich gestern mal drum kümmern sollen. Fuck, ich habe keinen. Perfekt. Bevor das Video weitergeht, möchte ich noch ganz kurz von meinem neuen Schmuck erzählen, den ich wieder bekomme von Anna Luisa. Ich habe mich so gefreut, weil ich glaube, mittlerweile habt ihr es verstanden, das ist mein absoluter Lieblingsschmuck. Ich trage nichts anderes. Ihr könnt auf meinen TikToks gucken, auf meinen Insta-Stories, auf meinen Insta-Posts. Ich habe nur noch Schmuck von Anna Luisa, weil er göttlich ist. Ich habe dieses neue süße Armband bekommen. Achtet nicht auf meine Arme. Mit so Blümchen. Total süß. Das Armband hier, das hat so grüne Details. Und auf der anderen Seite ist es Gold, falls ihr was Grünes tragt oder so. 1A Spitzenmatch. Die Kette, auch sehr süß. Hat sogar eigentlich noch einen dritten Teil. Noch so eine dritte Kette dazu. Aber ich mag es lieber jetzt hier gerade mit 2, deswegen trage ich es mit 2. Und mein absoluter Favorit von diesem Paket sind diese Ohrringe. Die sind so süß, so Herzchen-Ohrringe. Und ich habe mich total verliebt. Ich trage die seit einer Woche oder so und ich habe sie nicht mehr rausgemacht seitdem. Ich trage die beim Training, beim Duschen, beim Schlafen. Und egal wann, es passiert gar nichts. Und ich habe so eine empfindliche Haut, was Schmuck angeht. Vor allem bei Ohrringen, die entzünden sich direkt, bei denen passiert gar nichts. Bei Ringen fährt bei mir immer sofort alles ab, die überhaupt nicht, es sei denn halt natürlich ist es echt Gold. Es ist klasse. Ich habe jetzt hier einen Link für euch, den ich auch in die Bio natürlich reinsetzen würde, mit dem ihr sage und schreibe 40% Rabatt gewinnen könnt. Also, wenn ihr Schmuck liebt wie ich, dann könnt ihr gerne auf den Link klicken, falls jetzt vielleicht irgendwelche Geburtstage oder so kommen von eurer Mutter oder so. Meine Mutter freut sich auch riesig, wenn ich immer mit mir, wenn sie mit mir den Schmuck teilen darf. Ich mag zum Beispiel auch diese Kette ziemlich gerne. Fürs Herz. Ja, checkt es out. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich wünsche euch super viel Spaß damit. Falls ihr es euch kauft, lasst mir gerne eine Rückmeldung. Schreibt mir mal auf Insta oder so, falls ihr den Schmuck gekauft habt, wie ihr damit klargekommen seid. Ich erwarte nur Gutes. Dicken Kuss und jetzt geht's weiter. So, was brauchte ich jetzt nochmal? Ein kleines Handtuch. Und was war das andere? Unteranzug. Oh Junge, wenn ich jetzt keinen Unteranzug finde. Gott ist gnädig, ich habe einen gefunden. Ich habe jetzt auch ein Handtuch. Das lag hier. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch was esse, aber eigentlich habe ich keine Zeit mehr. Ich glaube, ich gehe einfach so scheiß drauf. Anstatt, dass ich auch einfach gehe, weil ich keine Zeit mehr habe, stelle ich mich hier hin und mache TikToks, die ich eh nie im Leben hochladen werde. Ich lasse mich nicht stressen. So funktioniert das nicht. Wichtige, berechtigte Frage an der Stelle ist natürlich, wo ist meine Mama? Mama Pinna ist schon da, weil Mama Pinna ist da, weiß ich nicht, die organisiert da oder so. Die musste schon ganz früh hin. Das bin ich. In meiner vollen Prachttasche. Mein Reifen ist schon in der Halle. Mann, ich würde echt gerne was essen, aber wir haben hier nichts. Ich glaube, ich esse da einfach was, weil da gibt es eh immer so geile belegte Brötchen und so ein Zeug. Da fahre ich voll drauf ab. Irgendwie schmeckt das immer bei anderen besser. Also, wisst ihr, wenn man sich selber ein Brötchen schmiert, dann schmeckt das so 0815. Aber wenn andere das Brötchen schmieren, dann ist es irgendwie 100-mal cooler. Run. Ich habe meinen Anzug vergessen. Ich muss wieder nach Hause. Ich habe meinen Anzug und mein Vater kommt gerade nach Hause. Ihr könnt mich jetzt auch fahren, aber das will ich jetzt nicht. Direkt auf meine Kabel und Kopfhörer habe ich auch vergessen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe alle Tricks durchschaut gestern, er ist voll schlecht.
Weißt du noch, welche Rasen hast? Ja, ich weiß. Easy, ich weiß ganz genau, was da abgeht. Ich habe ihn auch 2-0 abgezogen in so einem Kartenspiel. Seinen Karten. Ja. Was? Die mache ich kurz so weg. Okay, easy. Sag stopp irgendwo. Stopp. Ja. Sicher? Ja. Merke die Kasse. Okay. Meine Gegner schämen sich. Hier draus. Oder auch nicht. Ah, oh, warte. Ich habe ganz vergessen, dass ich... Er macht das immer so, er will immer Hops nehmen. Er sagt immer so, oh doch nicht und dann, oh doch. Was sein? Ja, wir sind jetzt umgezogen und wir machen jetzt erst immer warm. Ich habe keine Lust. Verkackt. Ich fand es trotzdem super. Im Training immer alles gut gemacht und beim Wettkampf alles verkackt. Ich habe gar keine Lust mehr zu warten und ich bin auch sicher Letzte. Und Laura und ich haben gerade schön gegessen. Yummy, yummy. Ja, ich muss jetzt hier noch warten bis zur Siegerehrung und ich habe echt keine Lust mehr. Was geht hier ab, Junge? Ich weiß nicht, was hier los ist. Also Wunder, Wunder, ich war Dritte von dreien, aber passiert. Ich muss mich jetzt wieder umziehen, weil jetzt mich gleich Lara wiederkommt und mich abholt. Und dann fahren wir noch zu Selina und chillen ein bisschen. Ja, was soll ich sagen? Der Wettkampf ist echt scheiße gelaufen. Ich sehe auch so ein Stück scheiße. Ich bin richtig verschmiert, um Gottes Willen. Aber das ist jetzt so, kann man nichts machen. Ich bin ein bisschen gestresst, weil hier noch alles rumliegt von mir. Und Lara in einer Minute oder so darf. Und ich werde nicht in einer Minute fertig damit. Scheiße, Junge. Ich bin sogar fertig und Lara ist noch nicht da. Hier wird für dich abgebaut. Ich gehe jetzt mit Lari.
mit Larry Poops. Das habe ich vom Wettkampf geklaut. Ja, mach. Okay, bis. Tschüss. Anna, geh weg. Anna, zeig's mal. Kannst du das mal Querformat spielen? Dann kann ich das in mein YouTube-Video stellen. Hey, Freunde, ich habe einen Freund gefangen. Das ist, wie wollen wir ihn denn nennen? Gustav. Gustav. Gustav, wie das Riesen. Gustav der Graue. Ich sehe auf den Zombie. Wir sind wieder auf dem Weg nach Hause. Wir hören uns. Baby Blocksberg. Aber das habe ich einfach nur angemacht, weil sonst Anna mich auf Englisch voll labern würde. Ja, jetzt hören wir Baby Blocksberg. Ich bin gleich zu Hause. Und dann gehe ich schlafen. Und ich dusche erst morgen, weil es ist nämlich schon spät. Und ich habe keine Lust. Ich würde gucken. Riecht gut. Vom Haarspray. Weil man nur mein Haarspray riecht. Naja. Danke fürs Zugucken. Ihr seid toll, ich bin schlaftrunken, kommt nächstes Mal wieder vorbei. Grüß abends ab, if you like. Thumbs up if you like the video. Make sure you hit the subscribe button. And don't forget to activate the bling. And follow me on Instagram. Bling. Follow me on Instagram. Don't forget to activate the clock. The bio. Link in the bio. Follow me on Instagram.